Es kommen ungefähr auf jeden Abgeordneten 6, 7 professionelle Lobbyisten, die nichts anderes machen, als Bundestagsabgeordnete und Politiker zu beeinflussen. Jeder Abgeordnete bricht jede Sitzungswoche das Grundgesetz. Also wer hier für Transparenz sorgen will, ist ja eigentlich Nestbeschmutzer, aber das ist ja absurd. Unser heutiger Gast bei Hax und Heute ist Marco Bülow, Bundestagsabgeordneter, geboren 1971 in Dortmund, Journalist und Politiker von Beruf, hat Politikwissenschaft und Journalistik studiert, ist seit 2002 direkt gewählter Abgeordneter seines Wahlkreises, sitzt hier saß lange Zeit für die SPD hier im Bundestag, ist dann nach 27 Jahren Parteizugehörigkeit zur SPD 2018 aus dieser Partei ausgetreten, seitdem fraktionslos, seit Herbst letzten Jahres Mitglied von Die Partei und wie gesagt, heute unser Gast bei Hax und Heute. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich, dass Sie Zeit für unser Gespräch gefunden haben. Ja, ich freue mich auch. Schauen wir mal. Sie sind, das kann man Ihrer Vita entnehmen, eigentlich Umweltpolitiker gewesen, haben sich viel für soziale Belange, Umweltpolitik engagiert, bezeichnen sich aber heute als Lobbyismus-Experten. Die erste, zugegebenermaßen vielleicht ketzerische Frage ist folgende. In Artikel 20 unseres Grundgesetzes heißt es, in Absatz 1, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Und in Absatz 2, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Würden Sie diese beiden Sätze aus dem Grundgesetz unterschreiben? Doppelte Verneinung. Beide Sätze gelten nicht mehr. Wir sind weder ein sozialer Bundesstaat, genauso wenig haben wir eine soziale Marktwirtschaft. Wenn 3 Familien in Deutschland so viel besitzen wie 50% dieser Gesellschaft, dann würde ich eher von einem feudalen Kapitalismus sprechen, mit einer marktkonformen Demokratie. Und dann kommen wir zum zweiten Absatz. Auch die große liberale Dame Hildegard Hamm-Brücher hat mal gesagt, alle Macht geht vom Volke aus und kehrt nie wieder dorthin zurück. Und so ist es. Es gibt zwar alle 4 Jahre die Möglichkeit einer Wahl, wo man jemanden wählt, der Sachen verspricht, die er nicht hält, dann in Koalitionen geht, die man nicht will und in diesen Koalitionen einen Koalitionsvertrag aufstellt, ohne dass das legitimierte Leute machen und dann wird im Parlament hauptsächlich abgenickt, kann man nicht mehr davon reden, dass die Macht vom Volke ausgeht, sondern im Endeffekt ist die Macht bei der Regierung plus wichtigen, mächtigen Lobbyisten. Das würde ich mal so umschreiben. Okay, dann stellt sich natürlich die Frage, wenn die Macht praktisch so nicht vom Volke ausgeht, wer bestimmt denn? Naja, also wie gesagt, es gibt noch eine Wahl, aber man hat aber bei dieser Wahl eigentlich gar nicht mehr die richtige Wahl. Vor allen Dingen hat man nicht mehr einen Einfluss an eine Möglichkeit der Justierung, Themen zu besetzen, weil dann ist man sozusagen ausgeliefert, das, was eine Regierungskoalition macht, die man wahrscheinlich so nicht gewählt hat. Und dann bleibt es Sache der Regierung. Eigentlich ist der Bundestag dann ja das legitimierte Organ, also die Entscheidungsmitte, davon reden Politikwissenschaftler, das ist die Entscheidungsmitte. Diese Mitte haben sie aber längst verloren. Das ist für mich ein Gremium, wo es eine Opposition gibt. Die können machen, was sie wollen, egal wie gut die Vorschläge sind. Die Regierung wird niemals einen Antrag von denen zustimmen. Es gibt keine überfraktionelle Zusammenarbeit. Nur bei den hochethischen Fragen wie Organspendeausweis, das sind die einzigen Ausnahmen. Und als alleinige Sagen hat die Regierung, die meistens dann Gesetze macht, die sie mit Lobbyisten aushandelt. Und sie kann sich sicher auf eine Regierungsmehrheit stützen, die das mitträgt. Und da gibt es fast nie Abweichungen. In diesen Tagen erscheint ein aktuelles neues Buch von Ihnen, Lobbyland heißt es. Was ist denn Lobbyland? Naja, Lobbyland ist im Prinzip die marktkonforme Demokratie, die Merkel ja so benennt und wo sie auch recht hat, dass wir praktisch die Demokratie angepasst haben an Profit
an Marktmacht und an das, was sozusagen für einige wenige gut ist, aber nicht mehr fürs Gemeinwohl und auch nicht für die Mehrheit der Menschen gut ist. Und das ist ja genau das Gegenteil von eigentlicher Demokratie, von echter Demokratie, wo die Menschen das sagen sollen, wo alle Bedürfnisse sich widerspiegeln müssen und daraus ein Kompromiss geformt wird oder wo es einen Wettbewerb von Ideen und Diskussionen gibt, wo Fakten, wo Argumente eine Rolle spielen und nicht, wer hat die stärkste Lobby hinter sich. Und das heißt, wir sind sehr stark lobbygetrieben, wobei natürlich alles im Prinzip eine Lobby ist, aber es gibt einige wenige sehr einflussreiche Lobbyisten. Und es gibt welche, die haben zwar viele Menschen vielleicht noch hinter sich, aber die haben keinen großen Einfluss, weil sie nicht in der gleichen Liga mitspielen. Und das prägt meine politische Laufbahn jetzt die ganzen 19 Jahre im Bundestag. Hat mir schon eine Kollegin von Anfang an gesagt, also wenn, hast du nur eine Chance, die eine Lobby durch die andere auszustechen. Es geht nicht um Argumente, es geht nicht um eine sachliche Diskussion, es geht auch nicht um Fakten, sondern es geht darum, dass man eine Lobby hinter sich kriegt oder hinter seine Ideen und damit eine Mehrheit kriegt. Die kriegt man aber nicht, wenn es nicht sozusagen, wenn sie davon nicht profitiert. Sie haben in Ihrem Buch Lobbyland als eines der Beispiele, als eines der ersten für Sie prägenden Beispiele aufgeführt, die Hartz-IV-Gesetzgebung damals, und haben gesagt, dass es Sie damals schon ein bisschen gestört hat, oder schreiben, dass es Sie damals schon gestört hat, dass letzten Endes die Gesetze von irgendwelchen nicht gewählten, bestimmten Leuten gemacht werden. Und dass das auch nicht irgendwie beeinflussbar war durch die Abgeordneten. Jetzt stellt sich natürlich für mich als einfachen Bürger die Frage, ist das damals eine Ausnahme gewesen? Ich meine, Hartz IV ist ja doch ein recht großes Paket gewesen, wo man sagen kann, okay, da muss halt Expertenwissen ran. Das wird das vielleicht die Abgeordneten nicht verfügen in dem Maße. Oder entstehen alle Gesetze so? Nein, es entstehen nicht alle Gesetze so, aber das war natürlich ein Startschuss, den Gerd Schröder damals gegeben hat, dann noch garniert mit dieser Basta-Politik. Ich setze eine Expertenkommission ein, ich als Kanzler. Ich bestimme, wer die Expertinnen und Experten sind. Es ist ja nicht so, dass das demokratisch entstanden ist. Also ich bin dafür, dass Expertinnen und Experten beraten, Vorschläge machen, im Austausch sind. Aber da wurden ja einseitig Expertinnen und Experten genannt, die teilweise auch keine waren, das muss man einfach auch dazu sagen, wo es klar war, welche Richtung das geht und wo ein komplettes Parlament entmachtet wird, weil gesagt wurde, das werden wir nicht aufschnüren, das Gesetz muss eins zu eins so durchkommen und wenn es nicht durchkommt, dann ist die Regierung am Ende. Das heißt, es wurde ständig damit gedroht, dass Rot-Grün, war es ja damals, am Ende ist und dass ihr dann ja Schwarz-Gelb bekommen werdet. Also im Prinzip müsst ihr zustimmen, ansonsten geht es nicht mehr. Das ist nicht immer so, aber teilweise ist es noch fast schlimmer geworden. Heute braucht man diese Expertinnenrunden gar nicht mehr, sondern heute handelt die Regierung was aus mit einigen Profitlobbyisten, macht die Vorschläge, bringt die Gesetze ein und das funktioniert von alleine, weil die Regierungsmehrheit im Parlament gesichert ist. Und gerade große Koalitionen, die natürlich jetzt keine großen mehr sind, aber damals große Koalitionen haben natürlich stark dafür gesorgt, weil die Mehrheit war gewiss, selbst wenn dann mal ein paar Abgeordnete ausscheren. Und das führt die ganze Demokratie ad absurdum. Es ist übrigens auch nicht vorgesehen, dass man Koalitionsverträge in ellenlangen Seiten mit Punkt und Komma macht, weil auch die werden ausgehandelt, meistens von Leuten aus Parteien, die nicht legitimiert sind, also keine Abgeordneten. Und daran müssen sich die Abgeordneten dann aber halten. Und das hat weder die Basis der Partei irgendwie gesagt, noch haben die Abgeordneten das gesagt. Die sollen sich dann aber Punkt und Komma dran halten. Das ist nicht vorgesehen, weil im Grundgesetz steht, neben dem die Macht geht vom Volke aus, dass der Abgeordnete nur seinem Gewissen verpflichtet ist. Jeder Abgeordnete bricht jede Sitzungswoche das Grundgesetz, weil er eben nicht seinem Gewissen folgt, sondern er folgt dem Fraktionszwang. Die anderen würden das Fraktionsdisziplin nennen, ich nenne das Fraktionszwang und es ist auch ein Zwang, weil wenn du dem nicht folgst, bist du relativ schnell raus aus einer Fraktion, hast da überhaupt nichts mehr zu sagen. Sie sagen gerade eben, dass die Leute, die letzten Endes die Texte machen, an die sich alle halten müssen, die Regeln aufstellen, dass die überhaupt nicht legitimiert sind und so weiter. Dann stellt sich natürlich für mich jetzt so auch wieder ein bisschen naiv die Frage, welche Interessen stehen denn da im Hintergrund? Wer bestimmt denn dann und warum? Naja, das ist ganz einfach. Das sind die Profitinteressen. Und da muss man einen Schritt weiter gehen, weil das ja auch nur ein Symptom ist. Also auch da beim Lobbyismus und bei dem, was ich gerade geschildert habe, geht es ja eigentlich um ein Symptom. Aber wir erleben ja, dass die ganze Gesellschaft
alle Lebensbereiche ökonomisiert oder noch besser ausgedrückt kommerzialisiert werden. Das heißt, es muss ein Profit entstehen. Alles, was keinen Profit bringt, hat keinen Wert in unserer Gesellschaft mehr. Und das gilt jetzt für alle Lebensbereiche, angefangen vom Wald. Der Wald hat nur einen Wert, wenn man das Holz berechnen kann, was man rausholt. Es ist ja kein echter Wald mehr. Also es ist kein lebendiger Wald mehr, so wie man sich denn früher romantisch vorstellt oder wie es vielleicht in anderen Regionen noch gibt, sondern es wird nur nach bemessen, nach Kubikmetern Holz, die man dann erwirtschaften kann. Und das geht weiter über den Gesundheitsbereich. Gesundheit ist sozusagen dem Profit unterworfen. Was das für Auswirkungen hat, haben wir jetzt nicht nur bei der Pandemie erlebt. Bildungsbereich wird auch immer mehr kommerzialisiert. Und das Gleiche ist natürlich mit der Politik. Die Regeln der Politik sind so, dass wenn es den Profitinteressen von denen, die jetzt mächtig sind, schadet, dann wird es nicht gemacht. Und viele Gesetze werden stark beeinflusst von diesen Profitlobbyisten, weil, wenn sie sehen, dass ihre Marge kleiner wird oder auch, um ihre Marge größer werden zu lassen. Und damit wird auch die Zukunft ausgeblendet. Nehmen wir mal Klimaschutz. Es ist ja gar nicht so, dass wenn man Klimaschutz wirklich betreiben würde, dass nicht das auch Profit erwirtschaften würde. Es würde eine Menge Profit erwirtschaften in einem Bereich. Aber eben nicht für die, die jetzt damit großen Profit machen. Die sehen eher, dass ihre Marge kleiner wird und deswegen sind sie strikt gegen jeden Klimaschutz. Und davon lässt sich die Politik nicht nur anstecken, sondern sie vollzieht das. Und das ist natürlich, damit macht man sozusagen auch die ganze Zukunft kaputt. Wie vollzieht sich denn das jetzt, sagen wir mal, ganz praktisch? Es ist ja nicht vorstellbar, dass hier Herren mit schwarzen Anzügen und schwarzen Koffern und viel, viel Geld in den Koffern dann in den Bundestag hineinmarschieren und dem Abgeordneten sagen, hier hast du. Welche sind denn, ich sage das jetzt mal vielleicht auch ein bisschen despektierlich, was sind denn die Hebel, die Abgeordneten dazu bewegen, tatsächlich sich an diese Texte, an diese Regeln zu halten, die ja weder von Ihnen und auch von anderen, wie Sie sagen, nicht legitimierten Leuten aufgestellt werden. Warum machen die das? Also erstmal darf man sich das jetzt nicht wie eine große Verschwörung vorstellen, die ja auch gerne mal so diskutiert wird. Das ist es gar nicht, sondern das System hat sich so entwickelt, unser Gesellschaftssystem, unser Wirtschaftssystem hat sich so entwickelt und diese Regeln sozusagen spiegeln sich dann auch in der Politik wider. Natürlich gibt es das nicht mit den Koffern. Das ist vielleicht abgeschichtet zwei Punkte dazu. Also die Koffergeschichte gibt es auch, aber die wird natürlich hier nicht im Bundestag stattfinden und die steht nicht am Anfang, sondern am Anfang steht, ich nenne das Wohlfühllobbyismus. Also dann kommen natürlich, es kommen ungefähr auf jeden Abgeordneten 6, 7 professionelle Lobbyisten, die nichts anderes machen, als Bundestagsabgeordnete und Politiker zu beeinflussen. Aber übrigens immer weniger Abgeordnete, sondern stärker in den Ministerien, weil da die eigentliche Macht ist. Aber auch noch bei uns, weil es könnte ja doch noch was schief gehen. Aber das fängt halt an mit netten Gesprächen. Also da kommt gar keine Forderung am Anfang und da kommen erst recht keine Koffer, sondern da versucht man Tuchfühlung aufzunehmen, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Dann gibt es Esseneinladungen, es gibt parlamentarische Abende, es gibt Diskussionen und meistens ist es sogar so, dass die erstmal dem Abgeordneten Gefallen tun, weil sie nämlich manchmal an Papiere schneller kommen als die Politiker aus Ministerien, was ja auch schon absurd ist. Und dann irgendwann ist man denen was schuldig. Und dann sozusagen kommen die Gegengeschäfte. Das ist aber nichts, was irgendwo festgeschrieben wird, sondern was einfach so funktioniert. Bis hin dann zu den Grauzonen, Aktienoptionen, die wir zum Beispiel an Philipp Amthor bekommen. Das hat er natürlich nicht bekommen, weil er als Frischling von der Uni gekommen ist und der große Ökonom ist, sondern hat er natürlich dafür bekommen, weil er in den Bundestag kam, weil er so ein Shootingstar bei der Union ist und weil er Kontakte zu den Ministerien und zu der Fraktionsspitze hat und die natürlich auch ausgespielt hat. Dafür hat er diese Aktienoptionen bekommen oder andere Geschenke. Und dann wird es eine Grauzone und dann wird es auch erst irgendwann in den Bereich der Korruption und des Verbots rein. Aber meistens ist es das eben nicht, weil wenn nichts schriftlich vereinbart wird, ist es auch nicht verboten. Also das muss man schon zum Beispiel abschichten. Aber man kommt so langsam da rein. Es ist nichts, was irgendwie so plötzlich passiert. Und es gibt auch eine Menge Abgeordnete, die haben da nie was mit zu tun. Höchstens mit der starken Beschallung und mit der Beeinflussung, das natürlich schon. Und wenn man 20, 30 Stunden mit Lobbyisten spricht, hier in Berlin, die einem auf den Füßen stehen und nicht mit den Bürgerinnen und Bürgern, weil dafür hat man nämlich keine Zeit mehr, dann wird man beeinflusst, aber niemals bestochen. Also manche kommen gar nicht in die Verlegenheit. Das ist
Gibt es da auch so eine, sagen wir mal, in die Zukunft gerichtete so Zukunftsversprechen aus der Wirtschaft? Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil normalerweise könnte man ja sagen, okay, ja, die vier Jahre ist der Abgeordnete hier und dann, ja, das kann er ja eigentlich aushalten. Ja, ja, natürlich, aber es gibt, ich sage jetzt mal so, es gibt natürlich eine Menge Abgeordnete, die wollen ja mehr, die wollen ja auch Karriere machen. Die wollen sozusagen Karriere machen und es gilt eigentlich als der, als guter oder wichtiger, nicht als guter, aber als wichtiger Abgeordneter, der genau diese ganzen Kontakte hat, die ganzen wirtschaftlichen Beziehungen hat und möglichst auch hohe Nebentätigkeiten hat. Der gilt als besonders kompetent, als besonders wichtig und besonders einflussreich. Und dem streben andere natürlich nach. Und dann gibt es Abgeordnete, die wollen das zwar nicht, aber die wollen in Ruhe arbeiten. Und wenn sie in Ruhe arbeiten wollen, lehnen sie sich nicht gegen diese Spielregeln auf. Dann versuchen sie, ihrem Job nachzugehen. Die wissen wohl, dass es das passiert. Die machen das vielleicht selber nicht mit. Vielleicht kommen sie auch nie in die Verlegenheit, das mitzumachen. Aber die wollen ihrer Arbeit nachgehen. Und du kannst nichts verändern. Du kannst in deinem kleinen Bereich nicht mal was machen, wenn du sozusagen dich gegen die Spielregeln auflehnst. Und das ist das große Problem. Es gibt Spielregeln, die lernt jeder relativ schnell. Und dann hat mir auch eine gute Kollegin am Anfang gesagt, entweder machst du die Spielregeln mit, vielleicht kannst du dann irgendwann, wenn du aufgestiegen bist, an einem kleinen Rädchen ein bisschen drehen oder du verlässt das Spielfeld. Diese beiden Möglichkeiten gibt es eigentlich. Und da habe ich mich immer geweigert. Ich habe gesagt, es muss eine dritte Möglichkeit geben, man muss die Spielregeln ändern können. Wir sind doch diejenigen, die die Spielregeln aufstellen als Politiker. Also müssen wir auch unsere eigenen Spielregeln da ändern können. Aber das sind dicke Bretter, weil man relativ schnell da keine Verbündeten mehr hat. Apropos Verbündete, jetzt könnte man natürlich denken, vierte Kontrollinstanz oder vierte Instanz in unserem Land mit einer nicht unwesentlichen Kontrollfunktion sind die Medien. Die decken ja auch eine ganze Menge auf. Wie sind denn die Medien da einzuordnen in dieses ganze Konstrukt? Sehr unterschiedlich. Fangen wir natürlich schon an, weil es gibt natürlich auch nicht am Ende die Abgeordneten, auch wenn ich da Tendenzen natürlich klar sehe. So gibt es natürlich auch nicht die Medien, die sind sehr vielfältig. Also man kann in Deutschland auf keinen Fall sagen, dass wir nicht eine große Vielfalt haben. Das würde ich auch nie kritisieren. Allerdings gibt es natürlich einen Teil der Medien, die viel deutliche Wirkungsmacht haben als andere. Da sind wir wie bei den Lobbyisten. Also es gibt ja auch kleine NGOs, sind auch Lobbyisten, aber sie haben eigentlich keinen großen Einfluss. Und so gibt es auch Medien, die einiges aufdecken, die einiges machen. Manchmal haben sie trotzdem eine Wirkung, aber meistens ist natürlich so, dass bestimmte Leute nur hören in einer bestimmten Bubble oder lesen, die eh schon einigermaßen informiert sind. Und ich sage mal, das, was die meisten Menschen irgendwie so konsumieren, das ist schon Teil des Systems, weil gerade hier in Berlin, ich nenne das immer Käseglocke, also eigentlich soll es ja die transparente Kuppel sein, das beschreibe ich halt auch im Buch, ne? Es ist ja ein schönes Bild, es gibt unglaublich viel Glas, eine transparente Kuppel und die Menschen dort oben können uns über die Schulter gucken, aber das ist ja einfach nur eine völlige Illusion. Eigentlich ist es hier eine Käseglocke und die meisten Abgeordneten leben hier einen Großteil ihrer Zeit, die sind selten im Wahlkreis. Und sie haben zu tun mit, okay, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das würde ich mal sagen, sind noch so die normalsten Menschen in Anführungsstrichen, aber die sind natürlich auch ein bisschen unter dieser Käseglocke, und dann mit Journalistinnen und Journalisten und mit Lobbyisten. So, und das heißt, man kommt aus einem Dunstkreis und es ist auch fast egal, aus welcher Partei, weil am Ende sind das mittlerweile immer mehr Leute, auch die Medienschaffenden, weil das sind das sind ja nicht die in prekären Beschäftigungen, gibt es ja in Medien auch, aber das sind ja die einen festen Job haben, die kommen alle aus einer hohen Bildungsschicht, die wahrscheinlich nie soziale Sorgen hatten und die ganzen Probleme vor Ort gar nicht mehr kennen und deswegen auch gar nicht mehr einschätzen können. Als ich in den Bundestag kam, war es schon so, dass es fast nur Akademiker gab, auch in der SPD-Fraktion, aber es waren die Eltern vielleicht noch, also wie meine Eltern zum Beispiel aus dem Krankenhaus, ne, OP-Pfleger, Krankenschwester, das gab es noch, also zumindest in der SPD-Fraktion. Heute kommen fast nur noch Abgeordnete rein, wo die Eltern auch schon Akademiker sind, wo das ganze Umfeld Akademiker sind, wo es nie soziale Nöte gab. Und das spiegelt leider heute nicht mehr die Bevölkerung wider, weil 84% Akademiker im Bundestag, in der Gesellschaft ist es genau andersrum, da gibt es 18%, 20% Akademiker. Und das heißt, wir repräsentieren nicht mehr die Bevölkerung. Hm.
Nun ist es aber so, dass die Abgeordneten natürlich trotzdem eben gewählt werden. Also es gibt ja Leute, die eben zur Wahl hingehen und eben den Abgeordneten ihre Stimme geben. Es gibt auch Parteien, die solche Abgeordneten aufstellen. Wir hatten ja gerade eben schon einen Namen erwähnt, der zieht ja jetzt sogar auf Platz 1 seiner Landesliste in den Bundestagswahlkampf für seine Partei. Und es gibt Leute, die eben die Abgeordneten wählen. Eigentlich ist doch alles in Butter, oder? Nee, eben nicht. Ich habe ein bisschen schon was zur Wahl gesagt. Ich sage noch was zu Parteien. Und dazu, dass es natürlich nicht nur Direktwahlkreise gibt, sondern eben genau diese Landeslisten. Die Landeslisten stellen Parteien auf. Es gibt ja zwei Stimmen bei der Bundestagswahl und eine Stimme ist halt die Zweitstimme für die Partei. Und da wählt man sozusagen dann, wer von der Landesliste reinkommt. Das bestimmen die zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern ganz alleine, dass Philipp Amthor da ist. Das heißt, selbst wenn er in seinem Wahlkreis keine einzige Stimme kriegt, kommt er sozusagen über die Landesliste, weil die CDU da auf jeden Fall genug Stimmen kriegen wird, in den Bundestag. Das heißt, so richtig bestimmt das die Bevölkerung ja auch nicht. Das Zweite bei den Parteien, wir haben eine Parteiendemokratie. Ausgestattet mit einer großen Machtfülle der Parteien. Sie kriegen staatliche Gelder dafür, dass sie sozusagen Stimmen bekommen. Sie können Spenden und Sponsoring nehmen. Sponsoring völlig intransparent. Spenden auch bis zu einer gewissen Größe intransparent. Also es hat ja dazu geführt, dass der Gesundheitsminister Essen veranstaltet, wo die Leute dann 9.990 Euro spenden und keiner weiß, wer spendet das denn. Und das ist dann auch noch Abzugs, also sie können das auch noch von der Steuer absetzen. Auch Großkonzerne können ihre Steuern, können das von der Steuer absetzen, wenn sie spenden. Das heißt, es gibt eine große Machtfülle bei den Parteien. Auf der anderen Seite erfüllen sie aber nicht mehr ihren Zweck, so wie das noch vor 20, 30 Jahren war. Sie haben die Hälfte ihrer, alle Parteien zusammen haben die Hälfte ihrer Mitglieder verloren seit 1990. Die, die noch da sind, sind großenteils über 60 oder 70 Jahre sogar. Gerade Jüngere gehen nicht mehr in Parteien, mischen sich nicht mehr ein. Das fällt aber alles weg. Aber in der Demokratie muss ja lebendig sein, da muss es ja Nachwuchs geben, da muss es ja so weitergeben. Und das heißt, es bleiben natürlich auch immer noch gute Leute, aber es bleiben in diesen Parteien hauptsächlich Leute, die Karriere machen wollen oder Mitläuferinnen, die sozusagen alles mitmachen. Und früher gab es einen regen Austausch und gab es eben auch viel mehr noch mit Idealismus, mit Werten und so weiter. Die gehen heute nicht mehr in Parteien, die gehen auf die Straße, die gehen zu den Fridays, die gehen in Organisationen, die machen Menschenrechtsgeschichten, die gehen nicht mehr in Parteien. Aber die Machtfülle haben die Parteien und den Vereinen will man auch noch die Gemeinnützigkeit entziehen, damit sie überhaupt gar keine Möglichkeit der Finanzierung mehr haben. Nun ist es allerdings so, muss man ja auch sagen, wenn wir jetzt für jede Entscheidung, die unser Land betrifft, immer alle Leute, die hier leben, fragen würden, dann würde es natürlich zu einem riesigen Stillstand kommen. Deswegen gibt es eben eine repräsentative Demokratie und die Leute, die wir in den Bundestag oder in die Landesparlamente oder überhaupt in Parlamente wählen, repräsentieren uns, können ja vielleicht auch als eine gewisse Elite gelten. Ist es nicht eigentlich okay, wenn die eben dann tatsächlich auch mit dem höheren Überblick einfach bestimmen, wo es lang geht? Oder andersrum ausgedrückt, wenn wir immer das machen würden, Sie beklagen ja auch in Ihrem Buch, dass häufig Umfragen das eine sagen, die Politik macht das andere. Wenn wir immer alles nur das machen würden, was die Mehrheit will, würden wir ja nicht unbedingt immer das Richtige machen. Also ist es nicht ganz gut, wenn man hier und da das Volk auch einmal, sagen wir mal, in seinem Interesse etwas an der Leine führt, in die lichte Zukunft. Ja, also an der Leine führen hätte ich schon was gegen. Ich habe nichts gegen eine repräsentative Demokratie. Ich glaube auch, dass die Organisation sonst schwierig ist in einer Bevölkerung mit 80 Millionen Einwohnern. Das ist natürlich klar. Aber das alleinige Wählen alle 4 Jahre und ansonsten ist uns das Volk egal, hat ja auch dazu geführt, dass zum Beispiel, da redet auch fast keiner darüber, die Wahlbeteiligung geht ja kontinuierlich nach unten. Die ist einmal jetzt ein bisschen hochgegangen, weil die AfD dazugekommen ist. Was dazu gesorgt hat, dass nicht nur die AfD wieder Stimmen von den Nichtwählerinnen und so gekommen haben, sondern auch alle anderen gesagt haben, oh, dann wähle ich dann doch nochmal die SPD oder die Grünen, weil ich ein Gegengewicht zur AfD schaffen will. Aber grundsätzlich erleben wir einen Niedergang der Wahlbeteiligung. Und gerade in den Kommunen ist es super erschreckend. Da wählen nur noch 40-50%, wenn überhaupt, den Oberbürgermeister und die Kommunalräte, was ja super wichtig ist eigentlich vor Ort. Und wenn man dann noch überlegt, dann gibt es noch Stadtteile, das kann man sich gut angucken, zum Beispiel bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen letztes Jahr, aber das gilt für alle anderen Kommunen oder Länder auch. Da gibt es dann Bezirke und gerade da, wo die Menschen es eigentlich nötig haben, da gehen nur noch 20% zur Wahl.
In anderen Bezirken sind es dann 80%. Und das sind die vermögenden Bereiche. Das heißt, die Menschen, denen es nicht so gut geht, die haben das Vertrauen komplett verloren in Politik. Die gehen nicht mehr wählen. Die schließt man ja sowieso schon mal aus. Und da redet man nicht drüber. Es freut sich eine Partei, wenn sie 30% kriegt. 30% der abgegebenen Stimmen, das sind häufig nur 15% von allen Wahlberechtigten. Und dann gibt es ja noch viele, die nicht wahlberechtigt sind. Das heißt, die haben vielleicht nur 10% aller Menschen erreicht. Und die dürfen regieren. Also das ist ja schon mal, ob das dann wirklich die Besten sind, stelle ich mal in Frage. Ich will aber auch nicht das System abschaffen, aber ich will, dass es ergänzt wird. Also erstmal muss der Souverän dann auch souverän sein. Das heißt, er darf nicht einfach alles abnicken, was von der Regierung kommt. Das heißt zum Beispiel eigene Gesetze machen. Ich habe aber aufgelistet, dass in den letzten Legislaturperioden fast alle Gesetze von der Regierung kommen und nicht vom Parlament. Die Oppositionsanträge werden alle abgelehnt und die Regierungsfraktionen machen gar keine Anträge oder fast keine. Also kommt fast alles von der Regierung. Das ist eine Umkehrung. Also dann sind wir auch mal souverän. Dafür müssten wir Fraktionszwang abschaffen. Dann wäre es schon wieder ein anderes Spiel. Und trotzdem bin ich auch dann für eine Ergänzung. Ich will nicht alles abstimmen lassen. Und auch Volksabstimmungen haben was Elitäres, weil auch da beteiligen sich viele nicht. Natürlich könnte man dann mit viel Werbung und Lobbyismus auch das beeinflussen. Aber es kann eine Ergänzung sein trotzdem. Ich möchte es gerne koppeln. Aber vor allen Dingen möchte ich gerne Bürgerinnenräte haben, die zu Fachfragen zusammenkommen, ausgelost werden aus der Bevölkerung, aus allen Bevölkerungsschichten. Und dann, wie jetzt zum Beispiel, gab es einen Bürgerinnenrat zu Klima. Und dann kommen die zu Beschlüssen und Empfehlungen. Das heißt aber, dass es nicht im luftleeren Raum so spielen sollte, sondern diese Beschlüsse und Empfehlungen sollten dann auch dem Bundestag vorgelegt werden. Ich will das nicht ohne Bundestag. Ne? Das heißt, das ist dann nicht Gesetz, was die machen. Aber es wird abgestimmt im Bundestag. Und dann kann man im Bundestag auch gerne noch dagegen stimmen oder ein Gegenmodell bringen. Aber der Fraktionszwang muss aufgehoben werden, es muss eine Relevanz haben. Oder ein Bürgerinnenrat könnte zum Beispiel sagen, das Ergebnis ist, wir machen eine Volksabstimmung über Tempolimit, über 1,5-Grad-Ziel oder sonst was. Also das könnte man auch machen, also eine Kopplung der einzelnen Möglichkeiten. Aber dann sieht man, dass die Bevölkerung auch innerhalb dieser Wahlperiode zumindest manchmal mitreden kann und es eine Resonanz gibt und nicht alle sagen, und das ist der Hauptvorwurf, den auch ich immer bekommen habe zu jedem Wahlkampfstand, es ist doch egal, wen ich wähle, ihr macht doch eh alle das Gleiche. Und am Ende bin ich der Dumme. Und dieses Gefühl haben ganz viele Leute und das schlägt irgendwann entweder in Wut um, also die Wutbürger und Bürgerinnen, manchmal aus ganz abstrusen Gründen sind sie wütend, aber manchmal finde ich auch aus richtigen Gründen, nur mit einer falschen Ausgabe, oder die meisten ziehen sich komplett zurück. Und die möchte ich eigentlich wieder ansprechen, diese Leute. Sie haben ja jetzt tatsächlich schon ein bisschen die Antwort auf meine nächste Frage vorweggenommen. Aber ich möchte Sie trotzdem nochmal so richtig explizit stellen. Was wäre zu tun? Eine Menge. Das ist, also erstmal muss man sehen, dass es kein... Also wir kennen ja dieses von früher dieses Wort mehr Demokratie wagen, was ja Willy Brandt vorgebracht hat. Das, denke ich, steht immer noch. Aber man darf irgendwie nicht, wie man immer versucht, immer nur rumzudoktern an Symptomen. Deswegen glaube ich ja, wir brauchen eine wirkliche Reform um Umbau dieses politischen Systems. Ich möchte, wie gesagt, eine Säule haben, wo es ein Parlament weiterhin gibt und wo es auch eine Regierung gibt. Wir brauchen aber eine neue Säule der direkten Mitbestimmung. Eine Mischung aus Volksentscheidungen, Bürgerinnenräten, eine Aufwertung von Petitionen, auch sowas. Es gibt unglaublich viel Petitionen. Das heißt, die Menschen sind ja gar nicht unpolitisch. Sie unterschreiben Petitionen, engagieren sich dafür. Aber selbst wenn die Petitionen genug Unterschriften haben, um hier in den Petitionsausschuss zu kommen, nach dem Petitionsausschuss interessiert es keinen Menschen mehr. In den Fraktionen diskutieren wir nicht über Petitionen, nur in den seltensten Fällen. Und keine schafft es in irgendein Gesetz. Das muss aufgewertet werden, es muss da andere Möglichkeiten geben. Also wir brauchen eine andere Resonanz, eine andere Säule. Wir brauchen ein souveränes Parlament, souveräne Abgeordnete, Fraktionszwang muss aufgelöst werden. Wir brauchen eine Beschneidung der Parteien in dem Sinne, dass sie transparenter sein müssen, dass sie nicht Sponsoring erhalten, dass die Spendenmöglichkeit deutlich eingeschränkt wird bei Parteien. Wir brauchen auch Parteien neuen Typs, die sich eben nicht auf diese alten Strukturen setzen, sondern offen sind, wo Menschen mitmachen können, auch
kurzfristig mitmachen können, ohne sich lange zu binden oder durch irgendwelche Ortsstrukturen sich hocharbeiten müssen. Wir brauchen eine Aufwertung von Vereinen und Verbänden, dass sie zumindest Gemeinnützigkeit eher erhalten und nicht abgeben müssen. Es ist ja auch völlig absurd, jemand, ein Verband oder eine NGO, die sich für Menschenrechte einsetzt, ja, natürlich ist die auch politisch. Die darf aber eigentlich gar nicht politisch sein. Aber natürlich muss sie politisch agieren. Es geht ja gar nicht anders. Und dann wird ihr die Gemeinnützigkeit aberkannt. Und das ist eine Ungleichgewichtung. Und wir müssen natürlich ganz klare Regeln für Abgeordnete haben und Regeln, die wir uns nicht selber geben, sondern die uns die Bevölkerung gibt über Bürgerinnenräte, wo wir sehr transparent sind, wo wir keine Nebentätigkeiten haben dürfen, wo Lobbyismus klar eingeschränkt wird und vor allen Dingen, wo im Prinzip die Maxime gilt, dass die Bevölkerung unser Chef oder unsere Chefin ist und nicht der Fraktionsvorsitzende und nicht der Konzernchef, sondern die Bevölkerung. Und das verkehren wir immer. Also, wer hier für Transparenz sorgen will, ist ja eigentlich Nestbeschmutzer. Aber das ist ja absurd. Wir werden bezahlt und gewählt von der Bevölkerung. Also sind wir der auch verpflichtet. Und zwar nicht nach 4 Jahren wieder, sondern auch zwischendurch. Ein Kapitel in Ihrem Buch haben Sie dem vermutlich vollkommen fiktiven Abgeordneten Philipp A. gewidmet. Nun könnte ich mir aber vorstellen, dass es so ein Kondensat aus vielen Abgeordneten ist oder dass es vielleicht ein Stellvertreter für viele Abgeordnete ist. Wie wollen Sie denn diesen Philipp A. jetzt von Ihren Ideen überzeugen? Ich glaube, diesen Philipp A. werde ich von meinen Ideen nicht überzeugen. Ist schon richtig, dass es nicht ganz zufällig ist, aber dass es eigentlich eine Mischung ist aus vielen, die ich kennengelernt habe und auch Gesprächen, die ich gehört habe und spielt natürlich auch in der Zukunft. Aber genau so ticken leider nicht alle, aber doch eine Reihe von Abgeordneten. Und ich möchte eigentlich deutlich machen, es geht eigentlich auch gar nicht um die Person, sondern das ist zum System geworden. Und dieses System Philipp A. oder wer auch immer oder Karl B., das ist das Problem, was wir eigentlich haben. Die Einzelnen werden wir nicht verändern. Aber was sich verändern wird, ist, wenn der Druck groß genug ist der Bevölkerung, dass es auch vielleicht wahlentscheidend sein könnte. Als die Union durch die Korruptionsfälle unter Druck geraten ist, gab es auf einmal auch sinkende Umfragen. Und das war dann auf einmal Panik. Und auf einmal stimmen sie Transparenzregeln zu im Bundestag, die sie immer komplett abgelehnt haben, die sie so weit weggelehnt haben, weil es war nie nötig, dass die Union das sagte. Auf einmal wird es nötig. Und wenn der Druck verstärkt wird, das ist immer noch nicht, reicht nicht aus, was hier gemacht wird, aber wenn der Druck steigt und wirklich klare Regeln kommen, dann wird es zumindest für einen Philipp A. schwerer, wenn nicht sogar teilweise unmöglich, so zu sein, wie er gerne wäre, und er muss sich da unterordnen. Dass es die dann trotzdem immer noch geben wird, ist klar. Apropos Parteien, konzentriert sich dieses Phänomen eigentlich bei bestimmten Parteien oder ist das eine Sache, die wirklich alle betrifft, von A bis Z, von ganz links bis ganz rechts? Also sagen wir mal so, die Union ist schon die fetteste Spinne im Lobbyistennetz. Aber es ist nicht so, wie es gerne jetzt dargestellt wird. Das ist auch ein bisschen Doppelmoral bei den anderen, die jetzt alle zeigen, die böse Union, und sich da gerne hinter verstecken. Die Auswucherungen gehen eigentlich fast über alle Parteien hinweg. Es ist ein bisschen, die Verlagerung ist unterschiedlich, weil ich auch mal sagen würde, manchen kommen auch nicht so in die große Gefahr da rein. Und natürlich, wenn man lange an der Macht ist und besonders einflussreich ist politisch und die meisten Prozent hat, kommt man einfach auch viel stärker in diesen Sog rein. Das werden andere Parteien, wenn sie jetzt bald die Regierung bilden, merken. Und auch die anderen sind nicht gefeit, auch meine alte Partei eben nicht. Also Per Steinbrück war beispielsweise der König der Nebeneinkünfte, will die SPD jetzt nicht zum Wissen, und ist dann zum Kanzlerkandidaten geworden. Das ist ja das, was ich sage. Da war nicht schlimm, dass der nicht in der Fraktion häufig war, dass der keine Ausschussarbeit gemacht hat, sondern der galt als wichtiger, einflussreicher Politiker, weil er unglaublich viele Nebeneinkünfte hatte, unglaublich viele Kontakte in die Wirtschaft rein hatte. Und dann hat man ihn zum Kanzlerkandidaten gemacht. Also andere sind davor nicht gefeit. Das strahlt aus.
Aber Unterschiede gibt es, klar. Sie haben 2018 die SPD verlassen, treten in diesem Jahr im Bundestagswahlkampf als einzelner Abgeordneter bzw. Als Kandidat für die Partei an. Aber die Chancen oder die Gefahr, je nachdem wie Sie möchten, dass Sie im September dieses Spielfeld verlassen, sind doch relativ groß. Wie geht es dann weiter? Also erstmal werde ich, glaube ich, das Gesamtspielfeld nicht verlassen, egal was passiert, weil ich werde mich natürlich weiter politisch engagieren und es wird der Bereich Demokratie, Lobbyismus, Transparenz sein, der mich treibt, auch wenn ich natürlich auch Umweltpolitik und Sozialpolitik nie verlassen werde, aber leider ist das das Feld, was, glaube ich, zentral ist, weil meine Hauptthese ist, wenn wir nicht das politische System verändern, wenn wir den Profitlobbyismus nicht zerschlagen, dann werden wir keine vernünftigen oder werden wir Krisen vor allen Dingen wie die Klimakrise oder auch die soziale Ungleichheit niemals wirklich bekämpfen können. Dann ist das System immanent und dann schaffen wir das nicht. Deswegen werde ich das Gesamtspielfeld nie verlassen. Was die Wahl angeht, das ist ein Abenteuer. Mir war klar, als ich die SPD verlassen habe, dass es eigentlich das mit der politischen Karriere war. Also für mich war klar, Profi werde ich nicht mehr lange sein. Das wusste ich. Dass ich dann doch nochmal antrete, hat sich eigentlich erst ergeben aus der Zeit, jetzt 2 Jahre fraktionslos, die sehr spannend waren und dann eben mit der Verbindung die Partei, die ja ein Stilmittel benutzt, die Satire, um mit sehr ernsthaften Positionen und Hintergründen aufzurütteln, wach zu machen oder auch den Finger in die Wunde zu legen, auch mit Spaß, aber eben sozusagen ein Stilmittel benutzt, was ich gut finde, was nicht ausreichen wird. Es muss verschiedene Stilmittel geben, aber natürlich ist das ein Abenteuer, gerade mit eher einer kleinen Partei, mit Außenseiter Chancen da anzutreten, aber es hat mich auch gereizt, das zu tun. Und dann werden wir sehen, was passiert und was auch der Wahlkreis sagt. Haben Ihnen das eigentlich Ihre ehemaligen Fraktionskollegen übel genommen, dass Sie das Schiff verlassen haben während voller Fahrt? Ja, klar. Also natürlich, das war jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen, als ich gegangen bin. Und ich habe ja auch gesagt, warum ich gegangen bin. Ich bin ja nicht still und leise zur Seite gegangen. Und das werde ich auch nie tun. Aber dennoch, gerade an der Basis, habe ich auch eine Menge Verständnis bekommen. Ich habe ja auch vorher meine Basis informiert, die habe ich auch einberufen. Die Mehrheit davon wollte auch, dass ich weiter im Bundestag bleibe, auch wenn ich nicht mehr in der SPD bin. Aber je höher natürlich die Funktion, desto mehr Unbehagen oder auch Widerstand habe ich natürlich erlebt. Aber gut, das ist Politik und letztendlich habe ich es lange versucht innerhalb der SPD. Ich war schon länger unzufrieden. Und es wurde nie reagiert auf den Absturz, den die SPD erlebt, bei den Mitgliedernzahlen, bei den Zahlen bei Wahlen. Und wenn man niemals reagiert, dann kam ich mir natürlich vor wie ein Kampf gegen Windmühlen. Und als Don Quixote wollte ich jetzt irgendwie nicht enden. Und da muss man irgendwann die Konsequenz ziehen. Bleibt eine letzte Frage für dieses Gespräch. Wenn Sie in die Zukunft blicken, mit welchen Gefühlen, mit welchem Grad an Optimismus? Ja, das ist immer ganz schön. Es ist dadurch, dass ich vor allen Dingen, glaube ich, versuche aufzudecken, den Finger in die Wunde zu legen oder ich nenne das ja immer die Matrix, versuche offen zu legen. Deswegen gibt es auch ein Kapitel, das ich die Matrix nenne, weil viele kennen den Film. Da gibt es die rote Pille und die blaue Pille. Das eine ist die Beruhigungspille. Alle denken, ach, das ist ja eine normale Welt und ich lebe einfach so jeden Tag hinein und dann gucken wir mal. Und das andere ist die Pille, die nicht so schön ist, weil das ist ja erstmal nicht so nett, was man da sieht. Aber ich glaube, man muss genau das erstmal sehen. Aber der Überbringer solcher Nachrichten ist ja irgendwie nie beliebt und dann wird immer gesagt, aber du bist ja gar nicht optimistisch und das ist alles so übel. Aber ich bin eigentlich optimistisch, auch wenn das irgendwie nicht so rüberkommt, weil ansonsten will ich auch nicht weitermachen. Weil ich mache nicht Politik, weil ich das so geil finde. Ich könnte 1000 andere Sachen, könnte ich mir besser vorstellen, sondern weil ich glaube, dass es eine Chance gibt und dass wir was verändern müssen. Und gerade viele jüngere Menschen, die jetzt in den letzten Jahren auf die Straße gegangen sind, die mich anschreiben, die eine Vision noch haben, die auch noch ideale Ziele haben. Und es gibt auch Ältere, die das Gott sei Dank noch haben. Die geben mir schon Mut, dass sich was verändert. Aber die suchen
nach einer Perspektive und nach einer Struktur, wie man diese Perspektive einbinden kann. Und die bietet im Augenblick keiner. Die müssen wir sozusagen finden und nicht dieses immer weitermachen oder die Hoffnung haben, dann tauschen wir mal eine Partei in der Regierung durch die andere aus. Es wird sich im Gesamtsystem nichts verändern und das muss endlich eingesehen werden. Und dann erst kann man wieder mit Optimismus eine Zukunftsvision bauen. Herr Bülow, ich danke Ihnen recht herzlich für dieses Gespräch. Danke auch.